Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, sehr verehrte Gäste, ich begrüße Sie zur Sitzung des Stadtrates. Es ist unsere 34. Sitzung. Ich stelle fest, dass ordnungsgemäß einberufen wurde zur heutigen Sitzung und dass bisher 37 Stadträte erschienen sind. Damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Entschuldigt haben sich die Stadträte Schuch, Rockstroh, Vorberg und Ansorge. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich wieder auf die allgemein geltenden Regeln hinweisen. Folgende Verhaltensregeln gelten für unsere Stadtratssitzungen. Erstens, Bild-, Film-, Video- und Tonaufnahmen aller Art sind generell nicht gestattet, außer hier im Saalbereich, den ich für die Presse für die Stadtratssitzung zugewiesen habe. Für das Rathaus insgesamt gilt, es dürfen keine lärmproduzierenden Gegenstände benutzt werden. Transparente Plakate und Banner sind nicht erlaubt. Das Zeigen von politischen Aussagen, beispielsweise auf Kleidungsstücken, ist nicht gestattet. Flugblätter dürfen im Rathaus nicht verteilt oder ausgelegt werden. Eine Störung der Sitzung, insbesondere Zwischenrufe, sind nicht gestattet. Im Zuschauerbereich des Bürgersaals auf der Bürgergalerie sind Handys und andere mobile Endgeräte auszuschalten. Diese Regelung habe ich aus gegebenen Anlass angeordnet. Sie dienen insbesondere dazu, den ordnungsgemäßen Sitzungsverlauf zu gewährleisten und für alle, die an dieser Sitzung teilnehmen, gerade auch für die Zuhörer, ein Mindestmaß an Ordnung und Sicherheit herzustellen. Tagesordnungspunkt 1, allgemeine Regularien. Ich bitte, dass die Stadträte Gerisch, na, jetzt haben wir schon ein Problem, Herr Gerisch ist noch nicht da, aber der Herr Gruß ist da, der Herr Gruß und Herr Heinzisch ist auch noch nicht da. Da müssen wir noch mal schauen in die Liste, was kommt nach Heinzisch im Alphabet. Herr Itzek. Sind Sie die gesamte Zeit anwesend, die Niederschrift der heutigen Sitzung unterzeichnen? Also Herr Gruß und Herr Itzek, Einverständnis dafür? Danke. Ich verweise aufs Mitwirkungsverbot gemäß § 20 der Gemeindeordnung und bitte Sie zu prüfen, ob bei einzelnen Tagesordnungspunkten bei Ihnen Befangenheitsgründe vorliegen und wenn das der Fall sein sollte, dies vor Eintritt in den Tagesordnungspunkt bei Protokoll bekannt zu geben. Seit Dienstag liegt mir ein Antrag der Fraktionen Die Linke, SPD, BFZ Grüne und AfD zur Bildung eines Akteneinsichtsausschusses zur Überprüfung und Aufarbeitung der aufgetretenen Probleme bei der Baumaßnahme Umbau und Sanierung des Theaterkomplexes erster Bauabschnitt Gewandhaus vor. Dieser wurde heute in einer redaktionell geänderten Fassung vorgelegt, der auch allen Stadträten vorliegt. Ich habe die Eilbedürftigkeit festgestellt und die Einordnung erfolgt unter Tagesordnungspunkt 5.1. Die Tagesordnungspunkte, die dahinter sind, folgen dann entsprechend der angegebenen Reihenfolge. Gibt es Ihrerseits Anmerkungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Und ich habe aber vergessen, Ihnen zu sagen, dass wir die öffentlichen Niederschriften über die Sitzung des Stadtrates vom 22.06. und bereits auch die vom 16.10. Ihnen ausgereicht haben. Die Einsichtnahme in die nicht öffentliche Niederschrift haben wir ebenfalls angeboten. Einwendungen liegen mir nicht vor, sodass ich Kenntnisnahme feststelle. Also nochmal zurück zur Tagesordnung. Wir sind dann bei Tagesordnungspunkt 2, Anfragen der Stadträte. Ich bitte als erstes Frau Christiane Drechsel um ihre Frage. Sehr geehrte Frau Dr. Findeis, liebe Stadtratskollegin, verehrte Gäste. Auf der Altenburger Straße zwischen Bushaltestelle Abzweig Grossen-Niederhundorf und dem Hellweg-Baumarkt befindet sich keine Straßenbeleuchtung. Der Straßenabschnitt ist eine stark frequentierte Stadtstraße der Nordvorstadt. Ich wurde mehrfach von Bürgern angesprochen, wann denn bei der dunklen Ecke ein paar Lampen installiert werden. Deshalb greife ich das Thema noch einmal auf, welches schon vor 3 Jahren Grund von Anfragen war
und abschlägig beantwortet wurde. In der Stellungnahme von 2014 wurde der Straßenbereich einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften gleichgesetzt und aus wirtschaftlicher Sicht abgelehnt. Die in der Stellungnahme gemachte Aussage scheint aus heutiger Sicht eine Fehleinschätzung zu sein. Mittlerweile gibt es in diesem Bereich neben den bekannten Einrichtungen auch noch ein Fitnessstudio, welches auch fußläufig frequentiert wird. Allein damit sind 800 Meter unbeleuchteter Fußweg innerhalb der Stadt nicht mehr vermittelbar. Meine Frage oder Fragen: Ist eine einseitige Installierung einer Beleuchtungsanlage für den Fußweg technisch möglich? Wenn ja, welche Erstellungskosten würden dafür in Ansatz gebracht? Gibt es möglicherweise Fördermöglichkeiten und wann könnte eine Umsetzung stattfinden? Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Bürgermeisterin Köhler. Ja, sehr geehrte Frau Stadträtin Drechsel, die Beleuchtungssituation in dem von Ihnen angesprochenen Bereich wurde 2015 geprüft. 2016 wurden dann eine Beleuchtung geschaffen auf einer Länge von ca. 200 Metern im Bereich Einmündung Schneppendorfer Straße in Richtung Norden. Konkret bezogen auf Ihre Frage, technisch wäre solch eine Lösung möglich. Eine Grobkostenschätzung weist einen Betrag von ca. 45.000 Euro aus. Mittel hierfür sind im Haushalt des Tiefbauamtes nicht eingeplant. Zur Fördermöglichkeit: Nach der aktuellen Straßenbauförderrichtlinie des Freistaates ist die Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen nicht förderfähig. Und eine Fördermittelbeantragung für energetische Sanierungen, wie wir es zum Beispiel bei der Beleuchtung im Innenstadtbereich vorgenommen haben, ist hier nicht einschlägig, geht ja schon aus dem Wort hervor. Also Sanierung, etwas, was vorhanden ist, wird umgerüstet. Hier ist ja der Fall so, etwas, was noch gar nicht da ist, soll installiert werden. Eine weitere Anfrage von Herrn Stadtrat Müller. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, spätestens zum Weihnachtsmarkt wieder brauchen wir für die Busse aus fernen Landen, ich habe im vorigen Jahr sogar einen aus der Schweiz gesehen, Busparkplätze. Deswegen meine Anfrage: Ist es nicht möglich, dass die Buskriegsspur in der äußeren Dresdner Straße eingezogen werden kann, um denen die Möglichkeit zu geben, dort zu parken? Nach meinen Beobachtungen ist nicht mehr in der Weise dort Verkehr, wie das mal war, als die vielen Icarus-Busse den Berg aufgekrochen sind. Der Verkehr dort in der Region hat auch nachgelassen. Deswegen würde ich Sie bitten und stelle diese Frage, ob das möglich ist, darüber nachzudenken, dass man das für solche Zwecke zur Verfügung stellt, vielleicht auch für Anbieter auf dem Weihnachtsmarkt, dass nicht mehr wie im vergangenen Jahr der Parkplatz hier direkt beim Schumann-Denkmal eingezogen werden muss und damit für Besucher und andere die Parkplätze nicht zur Verfügung stehen. Darf ich gleich die zweite Frage stellen? Okay. Es geht um die Beschilderung der Humboldtstraße. Ich brauche da keine Antwort mehr dazu. Es ist zwar meine dritte Anfrage heute, aber hat sich nichts geändert. Es gibt einen klugen Spruch eines Amtsleiters der Verwaltung, der da heißt: Lass die Beschilderung in einer Stadt Fremde machen, weil die nicht wissen, wo es hingeht. Dieses Schild ist ein wichtiger Fernwegweiser, insbesondere jetzt, da die Humboldtstraße gesperrt ist, fahren die alle ins Tote hinein, weil sie nämlich erst an der Stelle, wo abgebrochen wird, sehen, dass die Straße gesperrt ist. Ich würde darum bitten, dass unverzüglich dort eine Lösung gefunden wird, dass dieses Schild rausgenommen wird, mitten aus dem Grün der Bäume. Die sind alt und dürfen nicht verschnitten werden. Da gibt es eine gewisse Baumschutzsatzung, obwohl ja manche doch andere Rechte offensichtlich wahrnehmen. Darum bitte ich Sie und meine Frage, dass das umgehend, kann das umgehend stattfinden? Zum Thema Parkplätze, Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Werter Herr Müller, da Sie etwas anders jetzt Ihre Frage formuliert haben als ursprünglich eingereicht, erhalten Sie auf Ihre Frage eine schriftliche Antwort. Zum Thema Wegweiser und erstmal noch die Beantwortung bitte. Zum Thema Wegweiser
und dass die zugewachsen sind. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Müller, hier möchte ich auf die Beantwortung der entsprechenden Anfrage eingehen, die am 30. Mai 2017 durch das Baudezernat erfolgt ist. In der Sache hat sich hier nichts geändert. Es wurden Schnittmaßnahmen an diesen Eichen, die sich dort am Wegesrand befinden, vorgenommen. Im letzten Jahr, 2016, haben wir Ihnen das aufgeführt, aber auch in der Sommerzeit 2017, ungefähr in dem Zeitraum, als die Kreuzung an der Mockermilchbar gesperrt war. Und in der Sache, also das heißt, dem Grunde nach gilt dieselbe Erklärung, warum wir diesen wichtigen Verkehrswegweiser nicht versetzen können. Also es folgt also Baum an Baum und eingeordnet ist dort dieses Verkehrsschild. Wenn wir es versetzen, steht es nur, ich sag mal, zwischen anderen Bäumen. Sonst müsste eine grundsätzlich andere Lösung gefunden werden. Und das ist also die Begründung, die wir Ihnen schon im Mai 2017 gegeben haben. Herr Müller, eine Nachfrage? Ja, zu der Antwort von Herrn Mayer. Da hat sich grundsätzlich nichts geändert. Ich habe die grundsätzliche Frage gestellt, ob diese Busspur eingezogen werden kann zu anderen Zwecken. Ich habe mir in den Tagen, seitdem ich sie geschrieben habe, ein bisschen ein paar Gedanken gemacht und es noch ein bisschen anders begründet, auch mit dem Thema Busparkplatz. Aber grundsätzlich hat sich an der Frage nichts geändert. Ja, aber Herr Müller, ich denke, es ist sachgerecht, wenn wir uns jetzt mit Ihrem Vorschlag noch beschäftigen und Sie dann eine umfassende Antwort bekommen. Danke. Der Herr Stadtrat Wolf, bitte. Sehr geehrte Oberbürgermeisterin, werte Stadträte, ich bin Anwohner im Ortsteil Zwickau-Auerbach, also nicht weit vom Stadion entfernt, vom Neuen. Und mir fällt auf, das heißt nicht nur mir, sondern den Anwohnern dort insgesamt, dass an den Spieltagen vor dem Stadion und in dem gesamten Abschnitt dort bis hin in die Karl-Marx-Straße nach Auerbach alles zugeparkt ist, da es anscheinend zu wenig Parkplätze gibt. Meine Frage wäre in dem Zusammenhang, werden die Parkplätze vollständig genutzt oder sind die so konzipiert, dass sie im Prinzip nicht ausreichen? Danke. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Sehr geehrter Herr Stadtrat Wolf, die vorhandenen Stellplätze, die die Stadionbetriebsgesellschaft vorhält, werden ausgelastet. Zu Ihrer zweiten Frage, mit dem Bau des Stadions wurden die Vorgaben der Sächsischen Bauordnung eingehalten. Das heißt, dass die Vorgaben natürlich an der Anzahl der Stellplätze etwa 350 da sind. In der Realität, ich gebe Ihnen recht, ist es tatsächlich so, dass insgesamt gerade bei einem Spiel wie in der vergangenen Woche mit über 8000 Besuchern, was ich ausnehmend gut finde, nur mit der Annahme, jeder Zweite käme mit dem BKW, 4000 Stellplätze natürlich im Stadionumfeld nicht zur Verfügung stehen und die Besucher natürlich versuchen auszuweichen auf die nahen Wohnsiedlungen. Leider, und das kann ich hier einfach sagen, wird das Angebot des FSV in Verbindung mit der SVZ, also dass man mit der Eintrittskarte für ein Fußballspiel den ÖPNV kostenlos nutzen kann, nicht häufig genug genutzt. Also um das einfach zu sagen, wir haben das Spannungsfeld. Auf der einen Seite wünscht sich der FSV natürlich eine gute Zuschauerkulisse. So, aber entsprechend dem gegenwärtigen Verhalten der Gäste werden wir auch in Zukunft nicht in der Lage sein, das mit PKW-Stellplätzen zusätzlich abzusichern. Also diese Situation wird bei bestimmten Spielen weiterhin der Fall sein. Und wenn ich an die nächste Veranstaltung U20 gegen England denke, wo ich auch wieder hoffe, dass viele Besucher da sind, werden wir in der gleichen Situation wieder sein. Das, was anderes Ihnen zu sagen, bringt einfach nicht. Inwieweit wir perspektivisch mal in der Lage sein werden,
noch Brachliegendes auszustatten als tatsächlich Stellplätze, kann ich Ihnen nicht sagen. Die bisherigen Bemühungen auch mit anderen Unternehmern, die im Privatbesitz von Flächen sind, zum Beispiel der ZWG, sind bisher erfolgreich. Also die ZWG hat Brachland an der Stelle in Absprache auch mit dem FSV für diese Spieltage als Brachflächen zur Verfügung gestellt. Grundlegend muss ich sagen, eine Lösung könnte sich ergeben für eine mit einer höheren Frequenz der Besucher zur Nutzung des ÖPNV. Herr Stadtrat Sieger hat heute eine Frage mitgeteilt, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, mehrere Verkehrsunfälle in der letzten Woche in der Reichenbacher Straße sollten die Verwaltung endlich zum Handeln veranlassen in diesem Bereich. Seit Jahren fordern Anwohner im unteren Bereich der Reichenbacher Straße Verkehrs- und Geschwindigkeitsreduzierungen und Überquerungshilfen. Auf meine Anfrage hier im Stadtrat am 10. Mai 2016 wurde zum Beispiel der Einbau einer Fußgängerüberquerung oder Überquerungshilfe der Reichenbacher Straße in Höhe Einmündung Stiftstraße zur Reduzierung des realen Geschwindigkeitsniveaus zugesagt. Bis heute ist es nicht geschehen. Beim Versuch, die Straße genau dort zu überqueren, ist am vergangenen Donnerstagmorgen ein Teenager schwer verletzt worden. Bei einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in diesen von Fußgängern hochfrequentierten Bereichen wären solche Unfälle sicherlich vermeidbar. Die Erfahrungen in anderen Kommunen zeigen, dass es durchaus üblich ist, auf Bundesstraßen Geschwindigkeitsbegrenzungen unter 50 km/h anzuordnen, zum Beispiel für Lkw, vielleicht auch zeitbegrenzt von 22 bis 6 Uhr. Meine Frage nun, wann wird die geplante und zugesagte Überquerungshilfe realisiert und die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zugunsten der Sicherheit der Fußgänger und zugunsten der Lärmreduzierung angeordnet? Damit in Verbindung wäre vielleicht eine kurzfristige Umsetzung der am Dr. Friedrichsring zwischen dem ehemaligen Gerd-Hauptmann-Gymnasium und dem Tatjana-Lietz-Weg befindlichen und abzubauenden Überquerungshilfe zur Reichenbacher Straße möglich. Meine zweite Frage, die auch mit dem Verkehr dort zusammenhängt, betrifft die Kreuzung an der Reichenbacher Straße, Humboldtstraße, Mokka-Bar. Dort fehlen im Bereich der Mokka-Bar seit der Erneuerung die Fußgängerschutzgeländer. Meine Frage, wann werden die Geländer installiert? Und damit zusammenhängend auch eine Frage, wurden die Kurvenradien an dieser Kreuzung an die der Gigaliner angepasst und wenn ja, warum? Ein kleines Postskriptum sei mir noch erlaubt. Zwickau ist aus der Tradition heraus natürlich die Automobilstadt. Das bedeutet aber nicht, dass Zwickau weiterhin die Schwerlasttransport-Innenstadt-Durchfahrtsstadt bleibt. Beim letzten Ranking ist Zwickau auf den letzten Plätzen der Fahrradfreundlichkeit gelandet. Ich hoffe nicht, dass es irgendwann ein Ranking für Fußgänger gibt. Dann werden wir wahrscheinlich auch im letzten Drittel landen. Herr Siegel, Sie erhalten eine schriftliche Antwort auf Ihre Anfragen. Frau Brückner, bitte. Ja, ich habe zwei Anfragen. Die erste Anfrage hat sich ergeben nach unserer letzten Sonderstadtrat. Anfrage zum Sachstand Neubau Turnhalle Clara-Wieck-Gymnasium. Der Stadtrat hat mit der Drucksache BV 074/2016 am 23.06. den Vorhabensbeschluss zum Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle für das Clara-Wieck-Gymnasium gefasst. Am 10.10.2016 haben wir den Beschluss zur Vergabe von Planungsleistungen gefasst und die verschiedenen Bauleistungen vergeben. Meine Frage dazu, werden die geplanten Kosten und der Fertigstellungstermin nach derzeitigem Kenntnisstand der Verwaltung eingehalten? Wenn nicht, worin liegen die Gründe? Ich bitte um mündliche und schriftliche Beantwortung. Werden wir erst schriftlich tun, da es ja heute erst gekommen ist. Und die zweite Frage konnte ich nicht einreichen, weil die sich auf einen Artikel der Freien Presse von gestern bezieht. Und zwar also von Freie Presse, 25.10. Mit Freuden habe ich die Überschrift Plakate werben fürs Jubiläum gelesen. Drei Plakate waren schon abgebildet mit Robert Schumann, Max Bechstein, dem Trabant. Es fehlen noch Gerd Fröbe und die Benzinsicherheitslampe. Wir sehen es hier im Rathaus, hier ist es schon komplett. Ich denke, dass es sicher
ein Versehen ist der Firma Ökonzept, dass es für die Geschichte der Stadt Zwickau nicht eine Frau in den Favoritenkreis geschafft hat. Auch wenn es in jeder Chronik zuerst bekannte Männer gibt, fanden in 900 Jahren geschehen auch Frauen den Weg in die Öffentlichkeit. Am 8.3.2018 werden 9 Uhr im Rathaus Frauengeschichten zu hören sein. Das heißt, es wird das Wirken auch bekannter Frauen beleuchtet. Jetzt meine Frage, ist es angedacht, dass die Verwaltung im Namen Stadtsprecherin Frau Schink mit der genannten Firma Rücksprache nimmt, ob es nicht noch auch eine Frau auf ein Plakat schafft? Angedacht werden könnte die Gisela Meyer-Kurz. Sie ist original Zwickauerin, sie ist die Stifterin von vielen sehr wertvollen Baudenkmalen. Es ließen sich sicher auch andere Frauen finden. Gut wäre es, wenn bei dem Vorschlag, der dann den Vorschlägen, wenn vielleicht der Kulturbildungsausschuss oder das Festkomitee 900 Jahre Stadt Zwickau darüber befinden könnte. Ich bitte um schriftliche Beantwortung. Frau Brückner, Sie kriegen noch eine schriftliche Antwort, aber dieses Thema war sehr wohl bei der Ideenvorstellung original Zwickauer mit besprochen worden. Ich hatte einen anderen Vorschlag gehabt, das war die Caroline Neuber zum Beispiel, aber wir haben uns darauf verständigt, dass wir nur Gegenstände und Personen aufnehmen, die wirklich in Zwickau geboren wurden oder entstanden sind. Aber Ihr Ansinnen nehmen wir nochmal mit, ob es da nicht, Sie haben ja jetzt einen Vorschlag gemacht, Frau Meyer-Kurt ist in Zwickau geboren, ob wir das noch mitnehmen können. Gibt es weitere Anfragen? Herr Dr. Schick. Ja, an die Frage von Frau Drechsel anschließend, der Bereich, der dort hinterfragt worden ist hinsichtlich Beleuchtung, war ja auch Gegenstand meiner Anfrage bezüglich der Nutzung Gehweg, Radweg. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war für mich sehr interessant. Da stand unter anderem drin, dass die im Schichtwechsel dort fahrenden Rennräder tatsächlich auf die Straße gehören, weil die einen Interessenskonflikt mit den Radfahrern und den Fußgängern auf dem Radweg hätten. Das ist natürlich erschreckend. Also das heißt, die haben weniger Probleme mit den Autos, mit denen kommen sie eher klar als mit den Radfahrern. Wenn die Strecke beleuchtet wäre, der Gehweg, hätte das auch den Vorteil, dass man auch solche Radfahrer gut erkennt. Das wäre also auch noch ein weiterer Grund für eine Beleuchtung dieses Stücks. Und damit da nicht noch ein Stück fehlt, gebe ich mal eine Erinnerung, zwischen Mosel und Oberrodenbach gibt es schon seit Jahren eine Fußwegbeleuchtung. Die ist natürlich mit eingebracht worden in die Ehe, die war schon vorher da. Aber zwischen Oberrodenbach und Grossen ist noch ein Loch, wo es mittlerweile ganz schwarz ist, da ja noch Rückbau des Pipe-Conveyors der Wismut auch keine Betriebsbeleuchtung mehr da ist, da ist jetzt ziemlich finster. Also wir profitieren noch ein bisschen von der Deutschen Bahn, die hoffentlich noch ein Stück das Licht anhat, aber wenn es bei der Bahn noch die Lichter ausgehen, ist dann ganz finster. Also wenn der Gehweg mal beleuchtet werden sollte, dann das letzte Stück bis Oberrodenbach nicht vergessen. Also Ihre Frage, ob das möglich ist. Ja. Wir sind unter Tagesordnungspunkt Anfragen und bloß mal eine Anmerkung. Ob das möglich ist. Damals, als Sie Gehwege zwischen den Ortschaften beleuchtet haben, gab es bestimmt noch Fördermittel dafür. Weitere Anfragen. Herr Drechsel. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Stadtratsmitglieder. Ich muss ja mal eine Anfrage stellen, weil ich glaube, könnte für alle ein bisschen interessant sein, die nämlich die wunderschöne Klick-auf-Sporthalle nutzen. Und bei meiner letzten Nutzung ist mir so einiges aufgefallen. So ist vom Parkplatz aus gut sichtbar die Schwimmhalle. Schwimmhalle, ich meine die Schwimmhalle. So, da steht nicht mehr dran Schwimmhalle, sondern Swimhalle. Und auch nicht mehr Glück auf, sondern Glück auf. Also das heißt, die Buchstaben sind entweder entnommen, abgefallen oder ich weiß es nicht was. Im Eingangsbereich löst es sich also der Reihe nach immer mal das Glasgranulat auf. Das ist jetzt wieder mal repariert worden, aber natürlich mit einer vollkommen anderen Korngröße, als das ursprünglich war. Also aus meiner Sicht sieht das nicht besonders professionell aus, bei einer Halle, die mal ungefähr 14 Millionen gekostet hat. Wenn man dann weiter reingeht, bei den Herrenduschen funktioniert auch nicht alle. Und bei den schwarzen Fliesen in der Halle selbst sind Streifen aufgeklebt worden, ich nehme mal an, wegen der Rutschsicherheit, wo man sich dann fragt, wie lange werden die halten, bis die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist. Ich meine, ich will ganz einfach mal wissen, was ist da los, warum ist das alles so, wer ist dafür verantwortlich und wie wird mit den offensichtlichen Mängeln
umgegangen? Und wie sieht es hinter den Kulissen aus? Also sprich, das, was man jetzt nicht sehen kann, ist da wenigstens alles in Ordnung? Ich bitte um eine schriftliche Beantwortung. Danke. Weitere Anfragen. Herr Gerisch. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe zwei Anfragen hinsichtlich des Stadions. Die erste wäre wie folgt: FSV hat das kleinste Budget der dritten Liga, das ist wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt, und zahlt jedoch die höchste Stadionmiete der dritten Liga. Das wäre nicht ganz so dramatisch, wenn man nicht damals in der Planung den Passus oder die Überlegung gehabt hätte, die Namensrechte an dem Stadion zu vermarkten. Und dieser Betrag, der damals mit 150.000 Euro eingeplant war, sollte ja nun dem FSV zugutekommen. Nun meine Frage, wie ist da der Stand der Dinge? Nach meinem Kenntnisstand gibt es noch keine Vermarktung und kann die Stadt da vielleicht auch mal ja, ihre Möglichkeiten walten lassen, um das endlich zum Umsetzen zu bringen? Das Stadion existiert ja nun schon doch eine geraume Zeit. Ein weiterer Punkt ist, was mir aufgefallen ist während eines Besuchs im Stadion, dass ein Block gar nicht dort belegt war. Das war für mich erstmal verblüffend, weil es war relativ gut besucht. Und da habe ich dann den Herrn Schade gefragt, warum das wohl so ist. Und da hat er mir mitgeteilt, und das habe ich dann für sehr verblüffend gehalten, denn das Stadion ist ja neu gebaut worden, dass also irgendwo ein Zaun fehlen würde beim Gästeblock und aus Sicherheitsbedenken der Polizei eben gerade deshalb das nicht eben angeboten zum Verkauf werden kann, also weder für Gäste noch für FSV-Fans. Und das halte ich dann doch schon ein Stück weit für bedenklich. Wenn man ein neues Stadion plant, hätte ich jetzt vermutet, dass also alle sicherheitsrelevanten Aspekte doch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden abgesprochen sind und dann nicht derartige Probleme auftauchen. Wenn dem so sein sollte, dann frage ich mich, wann wird der Zaun gebaut? Danke. Also die Fragen werden schriftlich beantwortet. Nur zur letzten. Es gibt bei bestimmten Spielen bestimmte Sicherheitsauflagen. Und auch wenn das Stadion von der Form her alle Sicherheitsauflagen erfüllt, kann es durchaus sein, dass die Polizei einschätzt, wir lassen hier einen Block frei. Herr Mayer. Ich hätte mal vorher planen können. Und im Ansatz zu den ersten beiden Fragen, also die Beschlussfassung, die damals im Stadtrat für die Errichtung des Stadions und damit der Refinanzierung getroffen wurde, beinhaltete auch eine Miete für den FSV für die vierte Liga. Dass der typische Umstand mittlerweile eingetreten ist, dass wir schon relativ erfolgreich in der dritten Liga uns platziert haben, hatte eine Option zum Inhalt, die auch vorab unabhängig vom Budget, das der FSV zur Verfügung hat, natürlich eine erhöhte Miete vorsieht. Zum Zweiten, das ist eine Frage des Budgets. Der FSV ist dafür verantwortlich, wie er seine Mittel finanziert. Aber die Miete steht. Das ist genauso wie im privaten Bereich. Es gibt eine Miete, die ist festgelegt. Und derjenige, der dort Mieter ist, hat, und das ist der normale Sachstand, dafür zu sorgen, dass er die Miete bezahlen kann. Und da kann da sicherlich der Vermieter nicht unbedingt Rücksicht nehmen auf die Einnahmesituation des Mieters. Das wird die Stadt Zwickau oder die Betriebsgesellschaft auch nicht tun können. Zum Zweiten, es gab nie eine Koppelung, nie, weder vertraglich noch mit der Beschlusslage dieses Stadtrates gedeckt, dass die Mittel, die abisiert waren, insgesamt 1,5 Millionen, das ist korrekt, Herr Gerisch, über 10 Jahre pro Jahr 100.000, Übernahmensrechte dem FSV zugute kommen sollten. Das war in der Konzeption fester Bestandteil zur Refinanzierung des Stadions. Ihre aktuelle oder Ihre Frage dazu, wie ist der gegenwärtige Stand? Wir haben in Bezug auf die Einnahmen, auf die zu erzielenden 150.000, gegenwärtig in der Situation, dass wir 100.000 an finanziellen Mitteln bekommen, die aber nicht gekoppelt sind an die Vergabe eines Stadionnamens. Ich weiß, dass über die Betriebsgesellschaft wirklich verstärkt Anstrengungen unternommen werden, um bundesweit
Unternehmen, Sponsoren oder so zu finden, die sich bereit erklären, für die Namensrechte Geld auszugeben. Dafür sind auch zwei meines Wissens nach Makler beauftragt gegenwärtig. Und die dritte Problematik, wir haben mit der Betriebsgesellschaft schon mal vorgefühlt, ob wir eventuell eine andere Variante fahren unter der Rubrik der Namensrechte, die darin bestehen könnte, nicht einen Großsponsor für den Namen zu suchen, sondern Firmen und Unternehmen der Region zu bitten für einen gemeinsamen Namen. Im Volksmund hat sich ja mittlerweile, wie ist das, Schwanennest eingeprägt, in die Richtung mal nachzudenken. Aber das wird, glaube ich, in einer der nächsten Aufsichtsratssitzungen der staatlichen Betriebsgesellschaft eine Rolle spielen. Deshalb kann ich hier einfach nicht vorgreifen. Aber diese Kopplung, wie sie dargestellt wird, kann ich nicht sagen. Und das, was die UB gesagt hat, die Aussage an der Stelle, wenn sie so getroffen worden sei, der rechte Fanblock, Gästeblock, sei aus bautechnischen Dingen nicht nutzbar, ist regelrecht falsch. Oberbürgermeister hat das gesagt. Das ist regelrecht eine falsche Aussage. Weitere Anfragen, Herr Hitzig. Wertes Präsidium, werte Ratsmitglieder, ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin wirklich sehr spontan jetzt mit meiner Anfrage. Wir haben vorhin gerade von unserer Wirtschaftsförderung eine Einladung zu einem Symposium, das müsste jeder jetzt auf seinem Tisch liegen haben, bekommen, mit einer Einladung an die Jugend und an die Bürger unserer Stadt, insbezogen auf die Mobilität der Zukunft. Dort kommen hochkarätige Redner, radikaler Umbruch in der Branche, VW, zurück in die Zukunft, moderne Antriebskonzepte aus der Heimat des Automobils, sprich aus unserer Stadt Zwickau von der Firma FES GmbH, die Volkswagen Sachsen im Wandel und dazu passend, deswegen die Spontanität, heute ein kurzer Beitrag in der freien Presse. Erster autonomer Bus im Nahverkehr. Und werte Kollegen, Sie können sich doch drin sicherlich daran erinnern, vor gar nicht so langer Zeit saßen wir hier in kontroverser Diskussion. Was machen wir mit unserem ÖPNV in der Zukunft? Wir haben zu diesem Zeitpunkt, davon gehe ich aus, alle um die richtige, die wichtige und die beste Entscheidung für unsere Stadt gerungen. Es wurden Entscheidungen getroffen, aber nach meinem Dafürhalten überholt unsere Entscheidung die Zeit der Entwicklung in dem Bereich. Daher meine Frage und ich bitte die Verwaltung um schriftliche Beantwortung. Wann ist der späteste Termin, um in der Projektierung oder Ausführung unserer Verbindungstrasse mit Straßenbahn an den Bahnhof die Handbremse zu ziehen, um eventuell dort, da uns ja die Entwicklungszeit im Moment gerade überholt, auch als Wiege des Automobilbaus in Zwickau mit einem modernen Antriebskonzept, zukunftsorientiert und eventuell gar nicht so weit weg wie von dem einen oder anderen damals gedacht, zur Anwendung bringen zu können. Vielen Dank. Weitere Fragen? Herr Böhl. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss wieder mal auf das Thema Aktivist zurückkommen. Stimmt es, dass im Zusammenhang mit dem Abriss auf dem Aktivistgelände auf dem Grundstück des Gerd-Fröbe-Hauses, was direkt daneben liegt, Abwässer inklusive Fäkalien aus einem Schacht im Hof ausgetreten sind? Wenn die Ursachen tatsächlich im Zusammenhang mit dem Abbruch auf dem Aktivistgelände bestehen, habe ich die Frage, bis wann der Schaden behoben wird und ob die Ursachenbeseitigung bei der neuen Ausschreibung für die Arbeiten auf dem Aktivistgelände berücksichtigt wurden.
wird schriftlich beantwortet. Herr Reinhold. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Vorigen Donnerstag fand im ehemaligen Clubhaus RAW 7. Oktober eine Einwohnerinformation und Informationsveranstaltung zum Thema geplante JVA statt. Den Zuschauern ist aufgefallen, dass dort ein sehr hohes Sicherheitsaufgebot vor Ort war. Also es war die Rede von 6 bis 8 VW-Bussen, besetzt natürlich mit den entsprechenden Persönlichkeiten. Jetzt die Frage, was war der Grund für diesen hohen Sicherheitsaufwand und müssen wir bei den nächsten Einwohnerversammlungen auch mit solchen Aufgeboten rechnen? Danke. Nee, also, Herr Reinhold. Entschuldigung. Ordnungskräfte. Das war jetzt kein Unterton, gar nichts, war nichts gewollt. Herr Reinhold, sorry. Gerade aus Ihrer Fraktion kam immer die Forderung, dass wir mehr Ordnungskräfte bei Stadtratssitzungen und öffentlichen Bürgerveranstaltungen einsetzen. Und dass das im letzten Jahr durch bestimmte Ereignisse sich auch als Bedarf herausgebildet hat, ich denke, das ist stadtweit bekannt. Also auch Einwohnerversammlungen, die die Stadtverwaltung regelmäßig durchführt, werden jetzt von mehr Ordnungskräften mitbesucht, als das in der Vergangenheit der Fall war, wo eigentlich vom Ordnungsamt gar niemand da war. Also da tragen wir den höheren Sicherheitsbedürfnis Rechnung. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da die Oberbürgermeisterin vor Ort ist, sondern das hat einfach damit was zu tun, dass eine Veranstaltung auch ordnungsgemäß ablaufen kann, so auch wie unsere Stadtratssitzung, wo ich ja auch am Anfang die Regeln bekannt gebe und wo Sie ja auch sehen, dass das Ordnungsamt jetzt verstärkt hier vertreten ist. Weitere Anfragen? Herr Hahn. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eine Anfrage zu einem Komplex, den meine Stadtratskollegin Christiane Drechsel wahrscheinlich schon thematisiert hat. Da dies allerdings in einer nicht öffentlichen Sitzung passiert ist und ich denke, dass das Thema gerade viele Bürgerinnen und auch Händler der Innenstadt bewegt, und zwar das Thema Stadtmanagerin, möchte ich es hier nochmal in öffentlicher Sitzung tun. Und zwar, die Stelle ist ja aktuell nicht besetzt, hat die letzten anderthalb Jahre aber einige Impulse in der Innenstadt, denke ich, mitgebracht. Und man hat ja auch gesehen, als wir hier diskutiert haben, wie die Innenstadthändler sich auch für diese Stelle ausgesprochen haben und da, denke ich, eine weitere Zusammenarbeit wollen. Deswegen die Frage, wie geht es weiter mit diesem Komplex? Ist geplant, die Stelle wieder zu besetzen? Wann? Und da sie ja jetzt eigentlich nur noch für circa ein halbes Jahr von uns angedacht war, gibt es da schon Überlegungen innerhalb der Verwaltung, ob es über die 2 Jahre hinausgehen wird? Die Frau Glücklich hat sich entschieden, einen befristeten Arbeitsvertrag aufzulösen und eine andere Wirkungsstätte sich zu suchen. Ich denke, das steht jedem frei. Frau Glücklich hat hier vor Ort eine gute Arbeit geleistet, so wie Sie das auch eingeschätzt haben. Wir beabsichtigen, die Stelle wieder zu besetzen. Das ist aber auch nicht so einfach, wie Sie ja an der ersten Besetzung mitbekommen hatten. Vor Frau Glücklich hatten wir ja kurze Zeit auch noch eine andere Person, die diese Stelle hatte. Was jetzt die Verfestigung dieser Stelle betrifft, in der nächsten Stadtratssitzung wird Ihnen vorgelegt, dass jetzt vom Stadtrat beauftragte Prüfungsergebnis, was wird mit der Wirtschaftsförderung, und ohne dem vorauszugreifen, kann ich Ihnen sagen, dass so wie in dem ursprünglichen Konzept, dass die Stelle Stadtmanagerin als eine feste Stelle in der Wirtschaftsförderung vorgeschlagen wird. Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 2 an.